Wir leben nicht, um zu essen, sondern wir essen, um zu leben. Hallo, mein Name ist Pingping. Ich koche gerne einfaches, gesundes und leckeres chinesisches Essen. Warum? Weil ich ein Chinese bin. Schau mal, das ist meine Küche. Das sieht sehr ordentlich aus, oder? Ja, chinesisches Essen wird in der deutschen Küche gemacht. Los geht's! Dun, 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 dun. Jetzt ist Saison für Aubergine und Tomaten. Deswegen brate ich heute die beiden Gemüse an. Ein Auberginen, zwei Tomaten, ein Frühlingszwiebel, zwei Knoblauchzehe, ein kleines Stück Jungwein, drei Esslöffel Pflanzenöl, ein Esslöffel Sojasauce, zwei Esslöffel Zucker, ein Esslöffel weißer Essig, Salz und Pfeffer. Aubergine und Tomaten in Löff schneiden. Knoblauchzehe und Jungwein fein hacken. Frühlingszwiebel klein schneiden. Öl in die Pfanne sehr stark erhitzen. Zucker und Essig hinzufügen. Aubergine in die Pfanne geben und 2 bis 3 Minuten liegen lassen, bis sie ganz weich sind. Auberginewürfel drehen und die andere Seite anbraten, bis sie ganz weich sind. Gehackten Knoblauch und Jungwein in die Pfanne geben. Mit Auberginen vermischen und kurz anbraten. Und Tomaten dazugeben. Mehrmals umrühren. Ganz kurz anbraten. Und schon ist das Gericht fertig. Hoffentlich hat euch mein Video gut gefallen. Bis zum nächsten Mal. 再见。